müssten schon längst da sein. Ich kann das nicht ausstehen, wenn ich auf jemanden warten muss. Du kannst es ja tatsächlich kaum erwarten, ihn zu sehen. Du etwa nicht? Na, schließlich deine glorreiche Idee. Jetzt komm mir nicht so. Wir haben das schon zur Genüge diskutiert. Wir sind beide nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen, dass es für uns beide von Vorteil ist. Von großem Vorteil ist. Von großem Vorteil ist, wenn wir uns ihm stellen, ja. Das haben wir beide gemeinsam beschlossen. Wenn ich da zurückdenke, wie viel Überzeugungsarbeit da geleistet werden musste. Du spiel dich nicht so auf. Ohne mich wärst du nicht mal auf die Idee gekommen, hierher zu gehen. Kannst du mal aufhören, mit diesem Ding da zu klimpern? Ich bitte dich darum. Ich bin ja nicht dein Hund. Was? Wie war das? Ich halte das nicht mehr aus. Was ist, wenn es stimmt, was man über ihn sagt? Lass das, sowas macht keinen Sinn. Und es ist etwas spät dafür, meinst du nicht? Niemand kann genau sagen, woher er kommt. Aber er weiß es. Er weiß es eben. Was soll das? Bist du überschnappt? Gib her! Lass mich los! Ich hab dir gesagt, du sollst damit aufhören! Gib mir die Schlüssel! Was mache ich eigentlich hier mit dir, du verdammter Idiot? Wenn es dich nicht gäbe, wäre ich schon viel weiter in meinem Leben. Aber ich bin ja selber schuld. Verplempere meine Zeit mit dir! Lass mich los! Du dämliche Kuh! Was soll das Theater hier? Es tut mir leid, aber... Warum diese Gewalt? Lass sie los. Und du? Gib ihm die Schlüssel wieder. Er wird keinen Lärm mehr damit machen. Nicht wahr? Das werden wir nicht tun. Siehst du, wie gehorsam er ist? Er wird dir auch in Zukunft folgen. Wohin auch immer du es wünschst. Siehst du nicht, wie gut er aussieht? Du hast es bisher nur nicht bemerkt. Ja. Ja. Und du? Hast du eigentlich eine Ahnung, wie viel Zartgefühl und Schöngeist sie besitzt? Diese Anmut. Diese Reinheit. Geh hin zu ihr und unterbreite ihr deinen Respekt. Euren Respekt.